Ja, salut Pascal. Salut Roman, hoi. Hoi. Die Umsetzung von der Änderung von der EU-Waffenrichtlinie. Ganz kurz, um was geht es und wie stimmst du ab? Zuerst, meine Abstimmung sind völlig voraus. Ich werde ja stimmen. Es geht um eine Anpassung von der Waffenrichtlinie im Zug von der Anpassung, die die EU gemacht hat. Das ist eine recht schweizerische Umsetzung, die unsere Parlamentarier und unsere Leute bei der EU gebracht haben. Und ich denke, grundsätzlich ist es einfach eine vernünftige Lösung, die wir hier auf dem Tisch haben. Jetzt stehst du ja auch und insbesondere als Offizier von der Schweizer Armee für die Umsetzung her. Wie erklärst du dir die Diskrepanz zum Beispiel zu der Schweizerischen Offiziersgesellschaft oder auch dem Schweizerischen Unteroffiziersverband? Ja, ich denke, für mich und für viele von meinen Kolleginnen und Kollegen im Offizierskomitee ist es nicht verständlich, wieso die Offiziersgesellschaft so eine klare Nein-Parole gefasst hat, weil unsere Aufgabe ja als Offizier ist es immer, die sicherheitspolitische Gesamtsicht zu haben. Und da ist wirklich der Vorteil von unserer Schengen-Mitgliedschaft und wo ja riskiert wird bei dieser Abstimmung, wenn wir Nein sagen, sind viel zu gross. Wir haben sehr viele Vorteile, wie zum Beispiel eben unsere Mitgliedschaft bei dem Informations- und Fahndungssystem, aber vor allem eben auch der Informationsaustausch zwischen uns Schengen-Mitgliedstaaten. Und das ist aus sicherheitspolitischer Sicht extrem wichtig und darum sagen wir ja. Und die Gegner reden jetzt ja vom Entwaffnungsdiktat von der EU. Wer wird entwaffnet? Es wird gar niemand entwaffnet. Es gibt minime Anpassungen, die aus unserer Sicht vernünftig sind. Zum Beispiel sind Armeeangehörige, also wir Offiziere, aber auch Unteroffiziere, überhaupt nicht davon betroffen. Wir können weiterhin unsere Sturmgewehr mit heimnehmen nach unserem Dienst. Jägerinnen und Jäger sind überhaupt nicht betroffen. Wer betroffen ist, sind gewisse Schützinnen und Schützen. Dort gibt es gewisse Anpassungen, Registrierungssachen, die man nachher müsste machen. Aus unserer Sicht ist aber der kleine zusätzliche Aufwand gerechtfertigt aus sicherheitspolitischer Gesamtsicht. Aber es findet schon ein Paradigmenwechsel statt, zu einem gewissen Grad, dass was jetzt grundsätzlich erlaubt ist, ausser wird gewechselt zu grundsätzlich verboten, mit Ausnahmen. So würde ich es nicht sagen. Ich denke wirklich, wo das Referendum ja angefangen wurde, ist zu sammeln, ist noch eine ganz andere Ausgangslage. Dort hätte man wirklich müssen sagen, das sind massive Eingriffe, wo man hätte müssen damit leben müssen. Nachher ist aber, hat die Schweiz in Europa mitreden und man hat gesehen, wenn die Schweiz mitreden in Europa, kann sie etwas erreichen. Und die Lösung, die man jetzt auf dem Tisch hat, die tut unsere Schiusstradition komplett respektieren und von der Entwaffnung und auch von einem Paradigmenwechsel aus meiner Sicht kann da nicht reden sein. Jetzt ist aber die Umsetzung dann ist eine Sache der Kantone. Also die Ausnahmen zu bewilligen, die Bewilligungen zu erteilen, ist bei den Kantonen, führt jetzt die europäische Harmonisierung quasi zu Wildwuchs mal 26 innerhalb von der Schweiz? Also, es ist klar, eine gewisse Bürokratisierung kann man da nicht wegreden, das ist richtig. Ich denke, es ist auch wichtig, das zu sagen. Einen gewissen bürokratischen Mehraufwand haben wir und das müssen wir vor allem den Kantonen auch gut kommunizieren können, dass sie nicht irgendwelche Wildwuchs machen werden und dass ihre Praxis, die ja heute zum Teil auch schon gemacht wird, einfach so unbürokratisch weiterverfolgen werden, wie sie das heute schon machen. Ja, dann zum Wegfall von Schengen, das grosse Damoklesschwert. Warum geht Schengen weg bei einem Nein? Es ist ja so, dass es ja geregelt ist im Vertragswerk mit uns als Schengen-Mitgliedstaat. 90 Tage nach der Abstimmung, wenn wir Nein sagen würden, wir automatisch aus Schengen rausgehen. Und das ist natürlich ein Risiko, das wir als Offizierskomitee nicht bereit sind einzugehen. Es ist aber, da muss ich wirklich schnell spicken, die Intention von der EU. Für diese Verschärfung war ja Schutz vor Terror gewesen. Ob es was bringt, ist hoch umstritten. Wenn die Schweiz aber nicht mehr bei Schengen dabei wäre, dann würde die Terrorgefahr ja konkret steigen. Das kann auch nicht im Interesse der EU sein. Ja, das ist Interpretationssache. Ich denke, Gegner sagen genau das. Wir sagen, das Risiko ist uns zu gross, weil es ist nicht klar, wie das Ganze interpretiert werden. Und aufgrund von diesen vernünftigen, aus unserer Sicht kleinen Anpassungen, sind wir nicht bereit, die Interpretationsfrage auf uns zukommen zu lassen. Aber dann glaubst du, die EU würde trotzdem paradox, dass er dann mehr Terrorgefahr würde bestehen, wenn sie uns ausschliessen würde, das Druckmittel durchsetzen, nur um ihre Macht zu demonstrieren? Ich denke, das EU-Diktat, das wir hier haben, kann überhaupt nicht eine Rede sein davon. Ich denke, es ist wichtig und richtig, dass wir unsere Waffenrechtsgebung anpassen und weiterentwickeln. Und das, was wir jetzt auf dem Tisch haben, ist eigentlich eine vernünftige Lösung. Und aus meiner Sicht stellt sich gar nicht die Frage, ob jetzt da die EU uns etwas diktiert oder nicht. Weil ich denke, wir können mit dieser Lösung, die wir haben, jetzt sehr gut leben. Jetzt hat 2011 das Volk schon mal Nein gesagt zu ähnlichen Verschärfungen. Das ist nicht ganz genau das Gleiche. Hast du auch Nein gesagt?
Ich habe auch Nein gesagt. Und ich sage jetzt überzeugt, ja, weil die Anpassungen, die wir jetzt haben, sind niemals in dem Ausmaß, wie wir sie dort hätten. Klar, ich denke, wir haben kein zentrales Waffenregister. Wir haben auch weiterhin die Möglichkeit, unsere Waffen zu erwerben. Es ändert sich nichts für Armeeangehörige, es ändert sich aber auch nichts für Jägerinnen und Jäger. Es ändert sich etwas Kleines für Schützen. Aber ich finde, wenn man Schützenvereinsmitglied ist, ein Nachweis nach 5 Jahren und ein Nachweis nach 10 Jahren, das ist zumutbar. Dann noch schnell zu der Dimension des EuGH. Dort ist ja noch eine Klage hängig gegen die ganze Waffenrichtlinie. Es sieht so aus, als würde ich abgewiesen werden, so wie es die Schlussanträge vorgesehen. Wenn jetzt aber doch die EU-Waffenrichtlinie noch gekippt werden durch den EuGH und wir sagen am 19. Mai schon ja, was hätten wir denn? Ich denke, von dem dürfen wir jetzt nicht ganz ausgehen. Ich denke, das ist eine Sache, die wir separat anschauen müssen. Ich denke, jetzt geht es zuerst darum, möglich zu zeigen, schau, wir sind bereit, unser gutes Verhandlungsergebnis auch mit einem Ja zu würdigen. Und was nachher kommt, ist nachher sicherlich wieder eine Verhandlungsfrage, die wir anschliessend anschauen müssen. Und gibt es sonst noch etwas zu dieser Vorlage, die du gerne würdest sagen, wo ich dich aber noch gefragt habe? Du hast mich ganz viele Sachen gefragt, ganz viele relevante Sachen. Ich denke, ja, die zwei grossen Punkte aus unserer Sicht vom Offizierskomitee sind sicherlich sicherheitspolitisch, ist unsere Mitgliedschaft beschenkt, vor allem in der heutigen Zeit, wo halt die Gefahr nicht mehr an den Grenzen stoppen. Wir brauchen internationalen Austausch, ist für uns zentral. Darum sagen wir dort überzeugt ja. Und ich denke, man darf es auch noch mal sagen, wenn die Schweiz in Europa mitreden darf, dann kann sie etwas erreichen, wie das Resultat auch zeigt. Können wir eigentlich guten Gewissen ja sagen. Pascal, besten Dank. Roman, danke vielmals.